Ja, der Titel von Keplers Erstschrift, das Mysterium Cosmographicum, klingt in der Tat sehr geheimnisvoll. Was ist das Geheimnis, das hinter diesem Titel steckt? Kepler war ein tief religiöser Mensch und er war überzeugt davon, dass die Architektur des Universums in mathematischen Proportionen und Zahlen wiederzugeben ist. Welche sind jetzt diese Körper, die zu diesem Geheimnis gehören? Während er in Graz unterrichtete, kam ihm plötzlich die Idee, dass die fünf sogenannten platonischen Körper die Bausteine des Universums sind. Die platonischen Körper sind Gleichflächler, das heißt, das sind geometrische Körper, begrenzt durch gleiche Flächen, entweder Quadrate oder Dreiecke oder Fünfecke. Und davon gibt es nur fünf. Und der erste ist der Hexaeder, der Würfel, Tetraeder, Pyramide, der Zwölflechner aus Fünfecken zusammengesetzt, Dodekaeder, der 20-Flechner, der Ikosaeder zusammengesetzt aus Dreiecken und der Oktaeder zusammengesetzt aus Dreiecken. Das Gedankenexperiment, das Kepler durchführte, bestand darin, dass er alle diese platonischen Körper ineinander verschachtelte. Und der nächste Schritt war, dass er dann versuchte, diese Körper von Sphären zu umschreiben. Dahinter stand für ihn die Frage, wieso gibt es ausgerechnet sechs Planeten und nicht mehr oder weniger? Jetzt schauen wir uns das noch mal genauer an in einem Modell. Hier ist das Modell noch mal größer aufgestellt. Also man sieht hier der grüne Würfel, das Hexaeder, dann die Pyramide, blau, dann der Zwölflechner, Dodekaeder, rot und der Ikosaeder auch rot und dann schließlich Oktaeder, grün. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt den Würfel zum Beispiel umschreibe mit einer Sphäre oder man könnte sagen, ich lege eine Kugel, das ist fachlich nicht ganz korrekt ausgedrückt, es geht um eine Sphäre, aber wenn ich sozusagen diese Sphäre um den Würfel lege, dann bekomme ich damit die Bahn des Jupiter. Wenn ich, es ist nicht der Jupiter, es ist der Saturn, die Sphäre des Saturn. Und wenn ich jetzt eine Sphäre und die Pyramide lege, dann bekomme ich die Sphäre des Saturn. Wenn ich eine Sphäre um den Zwölflechner lege, dann bekomme ich die Laufbahn des Mars und so weiter. Das heißt also, das war dann für Kepler schlicht und einfach die Erklärung der Architektur des Universums. Das eben gründete schlichtweg auf diesen fünf platonischen Körpern. Der einzige Fehler, wie sich später herausstellte bei diesem Modell, war, dass sich die Planeten noch auf Kreisbahnen bewegen. Aber diese Idee hat er dann später korrigiert, nachdem er dann die Daten von Tycho Brahe zur Verfügung hatte und genau die Positionsbestimmungen der Planeten vornehmen konnte. In diesem Fall war es der Planet Mars und dort insbesondere die Mars-Schleifen, die sich in periodischen Abständen wiederholten. Und aufgrund dieser Untersuchung stellte Kepler fest, es sind nicht die platonischen Körper, die das Maß des Universums und die Architektur bestimmen, sondern eine Harmonie in anderer Form, nämlich die Harmonie, wie wir sie vom Monochord bekommen. Das heißt, wie viele harmonische Töne gibt es auf dem Monochord? Das sind bloß sieben in verschiedenen Proportionen, Oktave, Quint und so weiter. Und er stellte dann Berechnungen an mit dem Verhältnis 2:3, das entspricht der Quinte. Und dieses Verhältnis führte ihn dann schließlich zu seinem alles entscheidenden dritten Gesetz der Planetenbewegung, das auch heute Voraussetzung ist für alles, was wir in der Raumfahrt, in der Astrophysik und sonst auch im Rahmen der Forschungsaufträge im Universum
voraussetzen.